blitzschnell vom Aufmaß mit dem One-Shot zum 3D-Modell im Hotscan-Modellierer. Nachdem Sie einen Raum geöffnet haben, können Sie den Messpunkt an der Decke mit einem Doppelklick markieren und über die Ebenenbefehle eine Deckenebene erzeugen. Füllen Sie die erzeugte Deckenebene anschließend mit einem der Flächenerzeugen-Befehle. Dabei ist es hilfreich, das Fadenkreuz mit den verlängerten Achsen aktiviert zu haben. Nachdem Sie eine Fläche auf der Deckenebene erzeugt haben, können Sie diese mit einem Klick aufs Mausrad markieren und auf der rechten Seite in den Reiter Prisma wechseln. Im Reiter Prisma können Sie jetzt über den oberen Befehl einen prismatischen Raum über eine Ebene erzeugen und den Raum bis zur Bodenkontur aufziehen. Jetzt können Sie alle Öffnungen des Raumes aus den erzeugten Wandflächen ausschneiden. Mit den Prisma-Funktionen im Hotscan-Modellierer können Sie schnell und einfach aufgenommene Räume zum 3D-Modell modellieren. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr aus den Bereichen Gebäudeplanung, Energieeffizienz und Handwerk.